1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie immer frei, Freitemennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, ruft an unter der bekannten Telefonnummer, kostenfreie Nummer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Helmut. Und Helmut ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, du klingst aber so, als würdest du aus dem Flugzeug anrufen. Ja, das ist also hier die akustische Situation. Situation, genau. Ja. Helmut, um was geht's bei dir? Es geht darum, in meiner Ehe läuft das schon mal nicht so ganz gut. Und geht's darum, dass ich so sexuell ein bisschen mehr aktiv bin als meine Frau. Ja. Und ich habe so ein bisschen Nebenjob, wo das auch mal viel zu tun mit Frauen ist. Nämlich? Und ja. Was, versucht man die andere Frauen Snowboard zu lernen. Ach so, du bist Skilehrer. Ja, kann man so sagen, Snowboardlehrer so. Das ist natürlich ein toller Beruf, um Frauen kennenzulernen und Frauen abzuschleppen. Genau so. Ne? Die sind die Skilehrer werden ja angehimmelt. Wenn du jetzt auch noch relativ gut aussiehst, hast du natürlich immer eine gute Schnitte bei dir. Ja, so sieht das aus, genau. wie lange bist du denn mit deiner Frau zusammen? Das ist schon 15 Jahre. 15 Jahre. Und das heißt, du gehst deiner Frau fleißig fremd. Genau. Wie oft kann man eine Zahl sagen? Wie oft bist du schon fremd gegangen in den 15 Jahren? Oh, das ist ja schlecht, so eine Zahl zu sagen. Ist auf jeden Fall höhere Zahl. Wie? Was? Sehr hohe Zahl. Eine sehr hohe Zahl. Ja. Fangen wir anders an. Wie viele Jahre bist du ihr treu gewesen in der Ehe und wann ging es dann los? Ja, sagen wir mal 5 Jahre vielleicht. 5 Jahre. Das heißt, seit 10 Jahren betreibst du das Geschäft des Fremdgehens. Ja, genau. Ja. Und das ist das Problem, was ich mal zu Hause habe, dass die mit Frau das Sex nicht so läuft, weil irgendwo mal ist das alles angeschlafen. Ja. Hast du denn überhaupt noch Sex mit der Frau? Ja, natürlich. Aber 0815, oder was? Ja, gut, man versucht das so ein bisschen mehr mit Zärtlichkeit. Wie ich sagte, die andere Sache mit der anderen ist praktisch nur, dass ich mich sozusagen ausbaue. Auspowerst? Ja, dass ich mal meine sexuelle Fantasie auch so weiter weitergebe. Und zu Hause ist das eigentlich so ein bisschen schwieriger damit. Also du hast mit diesen anderen Frauen keine Verhältnisse. Das ist reiner Sex. Ja, richtig. Also so eine Nachtgeschichten. Ja. Mehr oder weniger. Wenn du das 10 Jahre machst, dann müssen das ja, also ich weiß ja nicht, wie oft das im Monat oder im Jahr vorkommt. Ich sag mal, eine Zahl 50 Mal fremdgegangen, 100 Mal? Ja, sag mal 100 Mal. 100 Mal? Ja. Das heißt, so genau kannst du es gar nicht mehr rekonstruieren. Nein, kann ich gar nicht. Hast du den Sex, muss ich immer vorab fragen, hast du den Sex mit den anderen Frauen geschützt? Ja, natürlich. Ah, das ist ja dann schon mal, zumindest das ist beruhigend. Natürlich. Aber das ist natürlich ein Hammer, Helmut. Wenn du mit deiner Frau so lange zusammen bist, eine Ehe führst und ihr 100 Mal fremdgegangen bist. Ja, das ist das Problem, dass ich noch meine Frau sehr liebe und will ich eigentlich gar nicht verlieren. Und jedes Mal, wenn ich da mal irgendwo bin, da kommen die Frauen sozusagen von alleine und ich schon, man hat sich so dran gewöhnt. Und du kannst da nicht Nein sagen. Genau. Mhm. Und auch, was für mich Wunder ist, die Frauen, die auch mal verheiratet sind seit 10, 15 Jahren oder 12 Jahre, wie auch immer, die sagen, sie sind glücklich verheiratet. Ja. Da frage ich mich auch selber, was machen die denn da mit mir im Bett? Mhm. Aber dasselbe könntest du dich ja auch fragen. Ja, du bist ja in derselben Rolle. Du bist auch angeblich glücklich verheiratet und machst sowas. Genau, das ist das Problem, wo ich das mal irgendwo mal langsam nicht klarkomme. Hm. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. 2 Kinder. Wie alt sind die? 11 und 13. Ja. Hat deine Frau in irgendeiner Weise eine Ahnung? Was denkst du? Eigentlich denke ich nicht. Gut, die können mal vielleicht mal dran denken, dass ich mal, wenn sowas dazukommen wäre, dann ich das machen würde. Aber eigentlich
eher weniger. Findest du deine Frau schlichtweg nicht mehr erotisch und nicht mehr sexuell attraktiv? Auch doch, nur wenn man vergleicht, das ist wieder das komplette Vergleich, was da schon mal andere Frauen waren und bessere und hübsche und schöne, und da kommt das wieder hin. Du hast aber, hast du mit deiner Frau schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass du mit der Sexualität in der Ehe nicht mehr so zufrieden bist? Doch, haben wir schon mal versucht, das mal zu machen, aber die ist so ein Typ, die braucht das eigentlich nicht so viel wie ich. Auch wenn man zu Hause, wenn dann mal, manchmal klappt das mal ein, zwei Mal, drei Tage, dann ist das schon für meine Frau zu viel und für mich ist das immer noch zu wenig. Mhm. Und das ist nicht nur sexuelle Sache, sondern auch mit Liebe. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen mehr für mich. Mhm. Und ja, gut, da sind zwei Kinder, dann sind noch ein bisschen problematisch, jetzt hat sich alles so ein bisschen nachgelassen und so weiter. Was würdest du sagen, wenn herauskäme, dass deine Frau mit 100 anderen Männern geschlafen hat in den letzten Jahren? Ja, das wäre mal natürlich ein Schock. Zwar ich kenne meine Frau und das weiß ich, dass die das mal nicht machen würde, weil der ist nicht der Typ dafür. Da kann ich mal sozusagen meine Hand in Feuer legen. Okay, ich habe eigentlich nicht, bei keiner Frau kann man das machen. Nein, aber ich meine nur so, wenn es denn passieren würde und du würdest das erfahren, würdest ja, du? Ja, und das ist das Problem, deswegen wollte ich mal darauf hin, dass habe ich erfahren, dass er mal so ein bisschen telefonisch was Gespräch bekommen hat und so weiter, dass da jemand auch nett ist zu meiner Frau und die hat versucht, da mit jemandem sich zu treffen. Und seit 15 Jahren hat sie das noch nie gemacht. Aber jetzt hat sie es gemacht. Und jetzt hat sie das, weil ich habe das alles nachgelassen, weil ich nicht mal nett und ständig Streit und so weiter alles. Ja. Und da war jemand, der etwas netter war und... Und sie hat sich mit dem getroffen? Ja. Und was ist daraus geworden, weißt du das? Ist nichts daraus geworden, weil ich bin einfach hinterher gefahren und habe das erfahren. Ach so. Und hast ihr eine Szene noch gemacht? Ja. Hast sie ausgeschimpft? Ja. Helmut, ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht wirklich los. Du hast überhaupt gar kein Recht, deine Frau auszuschimpfen. Ja gut, ich habe nicht ausgeschimpft, ich habe nur gesagt, wenn das nicht passt und so weiter, wenn das jemand anderer ist und da haben wir mal das geklärt und so. Weißt du, was das ist, was du da gerade beschreibst? Das ist eine richtige, aber eine absolute Macker-Attitüde. Das heißt, du nimmst dir aus, du holst dir die Frauen, sahnst Frauen ab bis zum geht nicht mehr und spielst dich da wie der Gockel auf, wenn deine Frau irgendwann einmal sich mal vielleicht mit jemandem treffen will. Ja. So. Grundsätzlich finde ich aber, dass da aber auch nur alles nicht in Ordnung ist bei dir, bei euch. Und ich finde, dass man so eine Ehe nicht führen sollte. Ich könnte gar nicht mit dem schlechten Gewissen auskommen, dass du offensichtlich nicht so hast oder jetzt doch ein bisschen so hast. Das ist ein ständiger Betrug an deiner Frau, von der du auch noch sagst, ich liebe die Frau. Ja, ich liebe die Frau und ich mache trotzdem das weiter. Und ja, aber in dem Moment, wo du das ihr beichten würdest, würde das eben, das geht, du machst es nur deshalb so weiter, weil du es verheimlichst. Nämlich dann würden da ganz andere Kräfte ins Spiel kommen. Ja. Also entweder versuchst du frischen Wind in deine Beziehung reinzukriegen, dass ihr vielleicht neue Sachen in Sachen Sexualität entdeckt. Ob das funktioniert noch, weiß ich nicht. Das funktioniert manchmal nicht. Oder aber du machst wirklich reinen Tisch und sagst deiner Frau und beichtest, was da los ist. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass ihr nicht mehr ein Ehepaar seid. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, radikal zu sagen, ich mache es jetzt nicht mehr. Ja, das habe ich schon versucht, aber hat das nicht ganz geklappt. Das war das Problem, weil da kommen auch die Frauen und sagen, oh ja, sollen wir ein bisschen weiter lernen oder nach dem Motto und da bin ich in die Lage schon, da habe ich schon gesagt, du bist doch glücklich verheiratet. Ja, aber du stellst das so da, ich meine, du bist ein Kerl von fast 40 Jahren, als würdest du einfach nur von einer Frau so verführt werden und dann kannst du nicht Nein sagen. Aber was reden wir hier lange? Die Tatsache ist, dass du deiner Frau, die du angeblich liebst, so schlimm fremd gehst. Ich finde das schlimm. Ich finde das auch schlimm. Ja, und da musst du was ändern dran. Ich bin fast noch sehr zurückhaltend, ob du deiner Frau überhaupt die ganze Wahrheit sagen solltest, weil du ihr so weh tust und die ganze Ehe, große Teile der Ehe kaputt machst im Nachhinein.
vielleicht wäre es wirklich besser zu schweigen, aber dann jetzt ein neues Leben zu beginnen. Das neue Leben würde bedeuten, mit der Frau neue Sexualität suchen, mit ihr gemeinsam oder vielleicht mit Zwingerclub oder ich weiß ja nicht, was ihr, worauf ihr steht. Oder wenn du gar nicht anders kannst, auf Distanz zu deiner Frau gehen und dein Leben zu leben, wie du es gerne möchtest. Es gibt keine goldene Lösung hierfür. Ja. Es gibt auch keine unschmerzhafte Lösung dafür. Du musst jetzt etwas unternehmen. Du hast dich schon sehr weit reingeritten, finde ich. Aber es ist immer noch Zeit genug, zu sagen, okay, ab hier stopp und ich fange einen neuen Weg an. Aber dazu musst du dich entscheiden, Helmut. Ja. Und da kann dir keiner mehr helfen. Ich kann dir nur so meine Meinung sagen, aber ich glaube, aufgrund deiner Reaktion, daraus höre ich, dass du auch schon in ähnlicher Weise denkst, wie ich es gerade formuliert habe. Ja, das schon stimmt. Ja. So, jetzt musst du etwas unternehmen. Hätte ich gerne, dass man meine Frau auch so aktiv wäre in den Sexsachen wie ich. Das wäre mal alles schon kein Problem. Ja. Da konnte ich mal die alle andere abstellen, aber ja. Wenn man zu wenig hat, dann such mal woanders. Ja, gut. Aber das müsst ihr halt in eurer Ehe besprechen. Jo. Wenn es da noch Probleme gibt, würde ich dir gerne noch eine Eheberatung in deiner Umgebung von meiner Psychologin sagen lassen, okay? Ja. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Okay, alles Gute. Vielen Dank für den Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Das war der Helmut. Klang wirklich so wie aus einem Düsenjet. Entschuldigung, hier ist Claudia und Claudia ist 49. Guten Morgen, Claudia. Hallo. Ja. Ich ruf an, weil ich Mittwoch gegen Ende der Sendung eine Frau gehört habe, die furchtbar geweint hat, wegen dem, was sie mit ihrem devoten Mann erlebt hat. Oh ja, das war der Mann, der sie quasi dazu zwingt, ganz schreckliche Sachen zu machen. Ja, genau. Ihm einen Katheter einzuführen. Mhm. Dann hat sie etwas sehr Fürchterliches erzählt, dass sie ihm Einläufe machen muss, genau. Und so weiter. Genau. Und das hat mir Bewegung verpasst, habe ich gedacht, hey, jetzt, das ist Zeit, jetzt musst du anrufen, ja? Weil es ganz eine Menge Leute gibt, Frauen, auch Männer, die unter sowas leiden. Ja. Und ich weiß, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat. Auf so eine Beziehung braucht man nicht warten. Mhm. Und ich erkläre dir jetzt kurz, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ich habe selbst einen Mann gehabt, der sadistisch war. Mhm. Angefangen hat das so, ja, wenn du mich liebst, dann machst du dies, dann machst du das. Also von Augenbinden über Hände fesseln. Irgendwann habe ich dann eine Kerze in der Vagina gehabt, irgendwann war es dann Flaschenhals. Später wurden dann die Brüste geschnürt, eine, dann zwei, dann beide wieder zusammen, was ich gar nicht gesehen habe, weil die Augen auch wieder verbunden waren. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist nicht meins, das will ich nicht. Du hast es nur für ihn gemacht? Ich habe das für ihn gemacht, weil ich ihm geglaubt habe, dass man das macht, wenn man liebt. Mhm. Bin ganz naiv gewesen. Mhm. Wie lange hast du es mitgemacht? Lass es 3 Jahre sein. Auch schon lange, ne? Ja, für mich war es eigentlich zu lange. Gab es einen Höhepunkt, ein Ereignis, von dem aus du dann gesagt hast, nee, das kann nicht sein. Etwas, was dir die Augen geöffnet hat? Ja, das war das, wie ich dann gemerkt habe, dass ich mich vor mir selber ekel, wenn er mich so verbindet. Also mir meine Brüste so verbindet und so schnürt und irgendwann hat er mir dann die Binde weggemacht und habe ich gesehen, dass die blau waren. Und das war einfach, da war meine eigene Ekelgrenze vor mir so erreicht, dass ich gemerkt habe, das ist es nicht, das möchte ich nicht. Also er hat dich in diesen 3 Jahren letztendlich, war die Sexualität so, dass er dich immer gequält hat. Ja. Dass er dich, wie du es gerade beschrieben hast, gefesselt hat. Ja. Und das war aber so halt, das musste sich steigern, weil halt seine Erektion mit dieser Steigerung zusammenhing. Mhm, und ich habe gemerkt, das ist nicht nur ein Spleen. Mhm. Ich habe es ja erst für ein Spleen gehalten, aber das war es nicht. Warst du mit diesem Mann verheiratet? Ja, wir haben dann noch geheiratet, jetzt halte ich fest, das habe ich tatsächlich noch fertig gebracht, weil ich hatte mich ja sexuell da etwas zurückgezogen und er hat sich ein bisschen zurückgenommen. Moment, ihr habt geheiratet, nachdem du schon diese Erfahrung gemacht hast? Ja, weil ich habe diesen Respekt vor diesem Rückzug, den er dann auch praktiziert hat, so verstanden, hey, das wird jetzt irgendwie besser. Aber ich habe dann kapiert, dass er meinen Körper nur als Hülse benutzt hat. Er hat das dann in seinem Kopf abgespielt. Wie lange wart ihr denn verheiratet? Nicht lange wahrscheinlich, oder? Nochmal 5 Jahre. Nochmal 5 Jahre? Ja. Nochmal 5 Jahre? Nochmal 5 Jahre. Und nochmal in diesen 5 Jahren ging das dann so ab? Nein, eben nicht mehr. Von den 5 Jahren hat es dann 3 Jahre überhaupt keinen Sex mehr gegeben. Mhm. Und in der Zeit hat er sich dann selber verletzt. Da hat es eine Situation gegeben,
da höre ich ihn auf einmal rufen. Ich habe gemerkt, hey, hier stimmt was nicht. Saust die Treppen hoch, komm hoch in sein Zimmer. Und da hat er sich in seiner Not, hat er sich eine Injektionsnadel durch die Eichel geschoben. Mm. Und das war alles blitzeblau. Mm. Jetzt, ja, wie gehst du damit um? Eine Injektionsnadel durch die Eichel? Ja? Blutet das dann nicht? Du, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich habe alles nur blau gesehen. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Ich war schockiert. Ja, und da? Was hast du einen? Und in der Zeit halt, wo er praktisch dann seine Not mit sich selber irgendwie ausgemacht hat, hat er es halt an mir verbal ausgelassen, fürchterlich, sarkastisch, ablehnend, beschimpfend und alles. Mhm. Und ich habe dann entdeckt, dass er Kinderpornografie dann auch noch irgendwo liegen hatte. Ach du lieber Gott. Also es wurde eigentlich immer schlimmer und er wollte das auch nicht loswerden. Und in der Endphase eurer Beziehung, gab es da nochmal diese sadistische Sexualität an dir? An mir nicht. Er hat dann in der Verwandtschaft jemand gefunden, der seine Vorliebe geteilt hat. Mhm. Ja, und das war eigentlich schon mit dann den Handgreiflichkeiten, mit dem Tritt und so und was er mir das Essen nicht mehr gegönnt hat, das war einfach dann der Schluss zum Auszug. Ja, jetzt will ich nochmal fragen, ehe wir das jetzt noch ein bisschen weiter besprechen mit dir. Bist du sicher, dass er, oder hat dich das nicht sehr, sehr irritiert und beängstigt und schockiert, dass er Kinderpornografie... Das hat mich schon. Hast du nicht Angst, dass irgendetwas geschieht, dass er irgendwas tut? Eigentlich müsstest du ihn sogar anzeigen. Das habe ich damals nicht kapiert. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich war eigentlich alt genug. Ich habe halt gedacht, wenn er das müsste das wegschmeißen und sich davon distanzieren, dann ist es gut. Mhm. Und er hat auch sowas gesagt. Und wir hatten auch ein Seelsorgepaar, die mit uns darüber gesprochen haben. Die haben das auch nicht kapiert, um was es wirklich geht. Die haben das auch nicht so wirklich ernst genommen. Dann hast du den Typ nach so vielen Jahren und nach so vielen letztendlich Demütigungen verlassen und auch nach so vielen Jahren der Selbstverleugnung. Ne? Ja. Das war in deinem Fall, glaube ich, so und im Fall der Anruferin vor ein paar Tagen genauso. Genau. Weil ihr euch sowas von zurückgenommen habt und eure Interessen und euer Gefühl einfach in die Ecke gestellt habt. Ne? Komplett. Mhm. Komplett. Und das würde ich nie wieder machen. Ja, ich glaube auch, dass man dass so etwas nie eine Zukunft hat in einer Beziehung. Wenn die Fronten so klar sind, wird das nie gehen. Und du kannst es keinem anderen aufdrängen, so eine extreme Sexualität zu haben, wenn man da nicht so entsprechend gestrickt ist. Ja, nur, da habe ich es immer noch nicht kapiert. Kapiert habe ich die ganze Geschichte dann, nachdem wir auseinander waren, habe ich eine psychotherapeutische Ausbildung angefangen. Aha. Und habe einfach gelernt, dass es sich um hier eine Störung der Sexualpräferenz handelt. Und da gibt es eine internationale Klassifikation von psychischen Störungen. Mhm. Und da heißt es ganz klar, Störungen der Sexualpräferenz, das F65. Mhm. Und da ist unter der Punkt 5, Sadomasochismus, ganz klar als eine Krankheit beschrieben, in der Krankheitsgefühl und Krankheitsverständnis fehlen. Mhm. Ich sage ja nicht, dass das nicht Leute praktizieren dürfen, wo beide das möchten. Mhm. Aber das Problem ist, ein anderer das eben nicht möchte. Hast du mit dem, wie lange seid ihr jetzt auseinander? Wie lange liegt das zurück? Ich bin in 98 geschieden worden. Ah ja, das ist ja schon eine ganze Weile. Du hast keine Verbindung mehr zu dem, weiß nicht, was aus dem geworden ist. Ich weiß schon, was aus ihm geworden ist. Er ist halt bindungsunfähig und hat einen Frauenhass, aber Übrigens fällt mir gerade ein, dass auf dieses Gespräch vor ein paar Tagen uns eine Ärztin geschrieben hat. Mhm. Und zwar bezüglich folgender Sache. Die Anruferin erzählte, dass sie ihrem Mann Einläufe machen musste oder muss. Unter anderem auch einen Einlauf mit Alkohol. Weil er dann irgendwie ohne zu trinken besoffen wird. Und die Ärzte macht uns darauf aufmerksam und bat vielleicht auch, das weiterzugeben, dass das lebensgefährlich sein kann, wenn der Darm so den Alkohol aufnimmt. Ich gebe es einfach mal jetzt so weiter aus dem Brief, den ich bekommen habe. Finde ich eine tolle Sache. Und genau das ist mein Herz gewesen, dass ich einfach weitergeben wollte, dass solche Partner, die unter sowas leiden, sich trennen müssen von solchen Partnern. Mhm. Sie müssen die Hoffnung, die gibt es nicht. Ja. Weil ein Krankheitsgewinn einfach damit verbunden ist. Mhm. Und das ist das Lustempfinden. Und das geben diese Menschen nicht auf. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Claudia. Okay. Das ist natürlich sehr interessant, so ein Tipp auch noch zu hören von jemandem, der so eine Leidensgeschichte hinter sich hat und es dann auch noch quasi durch ein Studium oder eine wissenschaftliche Arbeit belegen kann. Ja. Ich danke dir sehr herzlich und alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Jasmin, 24. Hallo Jasmin. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mit dir über den Selbstmord von meiner Mutter reden, der vor über 10 Jahren stattgefunden hat. Mhm. Und weil ich die auch mit meinem Bruder zusammen gefunden habe und
Wie alt war der? Ständig vor Augen hat. Ja, du warst damals 14. Wie alt war dein Bruder? Der ist 4 Jahre älter als ich. Hm. Erzähl mal, wie das damals war, als ihr sie gefunden habt. Ja, also ich bin halt von der Schule heimgekommen und dann lag halt ein Zettel auf dem Tisch, sei lieb. Und wie immer, wenn sie halt nicht daheim war, sind wir dann zur Nachbarin gegangen und haben dann dort gegessen und Hausaufgaben gemacht. Und dann kam dann mein Bruder 1,5 Stunden oder 1 Stunde später von der Schule und der kam dann auch dorthin und meinte dann, ja, wo ist denn die Mama? Und ja, ich konnte ihm halt nur sagen, dass ich das nicht weiß und dass der Zettel halt auf dem Tisch liegt. Mhm. Und dann sind wir dann zusammen mit unserer Nachbarin rüber zu unserem Haus und haben dann gerufen und gesucht. Mhm. Und mein Bruder machte die Tür neben unserem Haus, ist so ein Holzschuppen, und da machte er die Tür auf und ja, und dann haben wir sie gefunden. Und dann hat mich meine Nachbarin direkt weggezogen und mir die Augen zugehalten und weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Was hast du denn da gesehen? Hatte sie sich erhängt oder was hatte sie getan? Sie hat sich erhängt. Sie hatte sich erhängt und ihr beiden habt dieses Bild gesehen? Ja. Und als ihr sie gefunden habt, war sie wahrscheinlich schon verstorben, oder? Ja. Hm. Hm. Dann hat die Nachbarin dich weggezogen? Mhm. Und was ist dann weiter passiert? Dann hast du keine richtigen Erinnerungen mehr, sagst du? Dann ist mir, also ich weiß eigentlich gar nichts mehr, bis ich dann im Wohnzimmer aufgewacht bin, wo dann unser Pfarrer und unser Hausarzt dann neben mir standen. War eure Mutter alleinerziehend oder gab es auch einen Vater? Also mein leiblicher Vater, der ist weggegangen, da war ich 7 oder 8. Mhm. Da habe ich keinerlei Erinnerungen mehr dran, nur dass es halt ständig Streit gab. Mhm. Und dann hatte sie einen Lebensgefährten. Mhm. Der ist dann auf der Arbeit, dort wo er gearbeitet hat als Pförtner, erstochen worden. Ach, du lieber 3 Gott. Monate danach hat sie sich dann erhängt. Ach so, er ist vorher erstochen worden und dann hat sie sich erhängt. Ja. Hat sie einen Brief hinterlassen, eine Erklärung, woraus deutlich wird, ob das der Hauptgrund war? Ja, also ich durfte den Abschiedsbrief nie lesen. Ich habe den nie zu Gesicht bekommen. Ich glaube, in einem halben Jahr, dann habe ich mich dann getraut, aufs Amtsgericht zu gehen und mir dort eine Kopie aushändigen zu lassen. Ja. Und dann habe ich zum ersten Mal den Abschiedsbrief lesen dürfen. Und dann steht auf 4 Seiten immer nur das ein und selbe, dass sie halt bedauert, dass sie das gemacht hat und dass sie halt den Horst nicht alleine lassen wollte und dass sie ohne ihn nicht mehr leben kann. Mhm. Und sie hat dann noch reingeschrieben, dass dass wenn wir älter sind, dass wir das dann verstehen, aber ich kann es immer noch nicht verstehen, ich bin immer noch wütend auf sie. Das heißt, neben der Trauer kam dann auch sehr bald Wut. Ja. Damals schon. Ja. Dass eure Mutter euch alleine gelassen hat. Ja. Das kann ich verstehen. Ja, weil... Und ich finde auch, dass die Wut begründet ist. Ja, weil ich denke mir halt einfach, dass wenn man Kinder hat, sollte man zuerst mal an die Kinder denken, weil es gibt aus allem einen Ausweg, aus allem. Mhm. Und das hätte versuchen sollen. Wie war denn dein Verhältnis, das Verhältnis deines Bruders zu eurer Mutter? Wie war das Verhältnis der Kinder zur Mutter? Ja, immer herzlich. Und immer herzlich, also es war nicht mal ein angespanntes Verhältnis, es war ein normal inniges Mutter-Kind-Verhältnis. Ja. Ich finde erstaunlich und auch gut, dass man diesen Brief hat aufbewahrt. Was hast du im Gericht, lag das hinterlegt? Ja, weil das wurde nur hinterlegt auf dem Amtsgericht, weil ja damals die Vermutung von der Kriminalpolizei war, dass meine Mutter in dem Mord von ihrem Lebensgefährten beteiligt war. Ah ja, ist diese Vermutung oder dieser Verdacht ausgeräumt? Ja. Hundertprozentig? Ja. Denn das könnte ja auch ein Motiv gewesen sein, sowas zu tun. Nein, also es ging halt nur darum, die Berichte, die habe ich halt jetzt vor kurzem, weil ich bin halt immer noch auf der Suche, warum und wieso und warum ich so viel in meinem Leben schon alles mitmachen musste und das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen und dann habe ich halt die Berichte und alles gelesen und es ging halt nur darum, dass die Kriminalpolizei auf die Mama aufmerksam wurde, weil sie halt noch ein Gespräch kurz bevor er getötet wurde, noch mit ihm geführt hat. Und daraus, per Telefon. Und daraus haben die irgendwie einen eventuellen Verdacht gestrickt, dass sie beteiligt ist an dem Mord. Ja, genau.
Was aber der Abschiedsbrief sagt ja nur ganz große, drückt ja nur ganz große Sehnsucht aus, ne? Ja. Mhm. Und keine Reue oder irgendetwas. Nee. Sonst hätte sie es wahrscheinlich ja in dem Brief auch geschrieben, ja, um ihr Gewissen zu erleichtern. Genau. Nochmal auf den Abschiedsbrief zu kommen. Sie hat euch nicht in einem besonderen Maße erwähnt, außer ihr werdet das schon irgendwann mal verstehen. Ja, doch, sie hat oft geschrieben, dass sie uns lieb hat und dass wir ihr verzeihen sollen und dass wir dann bei unseren tollen Großeltern es gut haben werden und dass unsere Großeltern halt für uns sorgen sollen. Und hattest du es denn dann gut bei den Großeltern? Nee, leider nicht. Das auch nicht. So, jetzt ist das 10 Jahre her. Das beschäftigt dich verständlicherweise enorm. Und du hast angefangen, da zu forschen und zu recherchieren. Und das ist immer das Gefühl der Wut. Warum hat sie uns das angetan? Warum hat sie uns alleine gelassen? Ich wach. Also mein Freund, mit dem ich schon seit 5 Jahren zusammen bin, der macht mich alle 2 bis 3 Nächte, muss er mich wach machen, weil ich dann anfange, um mich zu schlagen und anfange zu schreien. Und weil ich dann ständig dieses Bild vor Augen habe, wie ich es in dem Holzschuppen sehe. Ich würde sagen, du hast dieses Bild ja immer vor Augen. Wie geht es denn deinem Bruder? Hat der damit eher abgeschlossen oder ist es für den auch so schlimm? Das Schlimme ist bei meinem Bruder, der war am Anfang genauso wie ich. Wir konnten beide nicht darüber reden. Mir fällt es immer noch etwas schwer, aber mittlerweile kann ich es. Und mein Bruder, das ist halt so ein Typ, der frisst alles in sich rein. Was natürlich sehr schlimm ist. Ja. Also ich will dir sagen, ich habe es ja gerade auch schon formuliert, ich kann die Wut verstehen und ich kann eigentlich auch keinen Menschen verstehen, bei allem Respekt vor der Not, die jemand haben muss, wenn er sich das Leben nimmt. Aber ich kann es nicht verstehen, wenn jemand das tut und er hat 2 Kinder. Ja. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich versuche mich da so reinzudenken. Ich glaube, alles andere wäre dann egal, Hauptsache die Kinder haben es gut und man kriegt die Kinder durch. Ja, genau, das denke ich mir halt auch. So, jetzt ist natürlich, glaube ich, dein Weg, den du da intuitiv jetzt schon eingeschlagen hast, nämlich, dass du dich damit beschäftigst, dass du darüber sprichst, dass du forschst, dass das der richtige Weg ist, um mit dieser Geschichte irgendwie klarzukommen. Vergessen wirst du die Bilder nie. Aber ich glaube, dass du das nur einordnen wirst können in deinem Leben, wenn du dich damit auseinandersetzt. Insofern aber jetzt habe ich halt schon von anderen Leuten gehört, dass ich soll also versuchen, jetzt die Recherchen sein zu lassen, damit ich halt damit abschließen kann. Aber irgendwo kann ich es nicht sein lassen. Es geht irgendwie nicht. Kann ich auch verstehen. Ich würde auch sagen, mach das mal einfach so weiter. Aber du solltest auf jeden Fall dazu dir auch eine professionelle Hilfe suchen. Du solltest, du hast es bei mir ja auch angerufen, damit wir mal drüber reden. Ja. Du solltest einen Psychologen, eine Psychologin als Ansprechpartner haben, mit dem du einmal die ganzen seelischen Sachen halt auch besprichst und einordnest. Dass du nebenher dann noch recherchierst, das wird sich vielleicht dann irgendwann so erledigen. Aber das müsstest du auf jeden Fall machen, finde ich. Das ist die, glaube ich, die einzige Chance für dich, dass du einigermaßen das irgendwie in den Griff bekommst. Ja, wenn du versuchen. Wenn du möchtest, können wir dir gleich noch ein bisschen behilflich sein, wie du das dann machst und wie man das organisiert mit so einer Therapie. Möchtest du das? Ja, das wäre nett. Okay, dann legst du bitte auf, jetzt gleich, und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute wirklich und alles Liebe, Jasmin. Ich habe auch so den Eindruck, sage ich jetzt nicht, um dir zu schmeicheln, aber so einen Eindruck von dir, wie du gesprochen hast, dass du das schaffst, dass du eine starke junge Frau bist. Dankeschön. Und noch liebe Grüße an dein Team, weil die sind echt super. Ja, die sind sehr nett. Sehr nett von dir. Dankeschön, Jasmin. Du legst auf und wir rufen zurück. Ja, tschüss, Domian. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Montag. Kommende Montag ist Rosenmontag. Nicht, dass ihr denkt, da fällt diese Sendung hier gänzlich aus. Nein, nein, wir sitzen hier schon, wie sich das gehört. Aber nicht im WDR-Fernsehen. Im WDR-Fernsehen gibt es, glaube ich, eine lange Karnevalsnacht. Wir sind zu hören, Rosenmontag hier auf 1 Live im Radio und ausschließlich im Fernsehen zu sehen auf dem ARD-Kanal 1 Festival. Nicht im WDR-Fernsehen. So, hier ist die Sabrina und Sabrina ist 18. Guten Morgen, Sabrina. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Sabrina? Warum hast du angerufen? Also, es geht darum, dass ich sehr gerne Oralsex hier ausführe. G-
Gehst du mal ein bisschen näher an mit dem Telefon an den Mund, dass du sehr gerne Oralsex ausführst. Ja, genau. Ja, nur dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Ja, das stimmt. Allerdings nicht bei meinem Freund. Sondern? Ja, bei anderen, weil er will andauernd, dass ich halt das Zeug halt schlucke und es schmeckt mir einfach nicht. Ja. Achso, also du generell magst das schon, den Oralsex? Ja. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt? Also ja, genau. Ohne einen Samenerguss im Mund? Ja, genau. Ja, jetzt habe ich es nicht gerade nicht ganz verstanden. Machst du das nur bei deinem Freund oder auch mit anderen Männern? Also eigentlich würde ich es nur bei meinem Freund machen, aber da ich das jetzt so gerne mache und ich darauf nicht verzichten kann, tue ich es halt bei anderen. Auch, also du gehst quasi deinem Freund fremd? Ja. Haben wir ja zwei Themen. Einmal, dass du Oralsex mit anderen Jungs hast, obwohl du in einer Beziehung bist. Mhm. Und das andere Thema ist, dass dein Freund möchte, dass du seinen Samen auch runterschluckst. Ja, genau. Und das möchtest du nicht? Weil es dir nicht so... Ja, ich würde es tun. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn es nicht so eklig wäre. Ja, also, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und ja, wenn man das nicht gerne mag, dann sollte man es sein lassen. Und man sollte das auch wirklich nur in einer festen Beziehung machen, wo man den anderen kennt, wo man weiß, dass der andere gesund ist, weil die Risiken, sich dabei schwerste Krankheiten zu holen, die Risiken sind sehr, sehr hoch. Das musst du dir schon mal klar machen. Weißt du das? Ja, das ja. So. Und wenn du das nicht magst, dann muss dein Freund das halt akzeptieren. Wenn dir das unangenehm ist im Mund, dann gibt es gar nichts zu diskutieren. Dann machst du das halt nicht. Punkt aus. Aber das andere Thema finde ich ein bisschen heikel. Du bist in einer festen Beziehung. Wie lange schon? Seit 1,5 Jahren. Ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Und wie oft hast du Oralsex mit anderen Jungs, mit anderen Männern? Also am Anfang war es nicht so oft. Da war es einmal vielleicht so, das fing an nach 8 Monaten. Mhm. Und jetzt so seit 3-4 Monaten ist es halt so, dass es ziemlich oft vorkommt. So einmal im Monat, zweimal im Monat. Ja, sind das immer dieselben Jungs oder immer wieder andere, neue und fremde? Hauptsächlich ist es mein Ex-Freund. Allerdings ist es auch passiert, dass es auch, also nicht Fremde waren, aber schon länger her Bekannte sein. Ja, also hauptsächlich der Ex-Freund. Das heißt, du hast eine heimliche Affäre noch mit deinem Ex-Freund. Ihr habt aber keinen richtigen Geschlechtsverkehr miteinander. Nein. Das ist nur die Oralnummer. Ja, genau. Hast du da kein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Ja, doch schon. Aber ich liebe ihn halt so sehr. Aber ich kann ohne Oralverkehr, also ohne Oralsex kann ich einfach nicht leben. Ich weiß es nicht. Na gut, aber du hast den Oralverkehr doch auch mit deinem Freund. Nein, habe ich ja nicht, weil er sagt, ohne Schlucken geht gar nicht. Ach so radikal sieht er das. Ja, wenn nicht Schlucken, dann gar nicht. Und ach, jetzt verstehe ich das erst. Und weil du aber so scharf drauf bist, holst du dir das jetzt woanders. Genau. Jetzt verstehe ich das. Also, auch wenn man da scharf drauf ist, Sabrina, ist das nicht natürlich keine Lösung, sich das woanders zu holen. Solange du in einer Beziehung bist und deinen Freund liebst. Das ist genauso Fremdgehen, als würdest du mit jemandem schlafen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja, das weiß ich ja auch. Ja, und da musst du für dich eine Entscheidung fällen. Entweder bist du treu und kannst dir auch in die Augen gucken, im Spiegel. Oder du machst da so rum, was ja natürlich nicht in Ordnung ist. Vor allen Dingen, wenn das dein Freund erfährt, ist sowieso aus. Ja, das glaube ich auch. Ja, mit Sicherheit. So, das musstest du aber von heute auf morgen sein lassen. Die andere Geschichte ist, du solltest auch mit deinem Freund reden. Ich meine, was hat er für eine radikale Einstellung? Wenn du nicht schluckst, dann überhaupt nicht. Das ist ja auch bescheuert. Ja, darüber habe ich auch schon versucht zu reden, dass man halt kurz davor aufhört oder ja, so. Ja, aber er will das einfach nicht. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich, sollte er, man sollte sich da so entgegenkommen, dass jeder seinen Spaß daran hat. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deinem Freund? Eigentlich sehr gut. Eigentlich in allen Beziehungen sehr gut. Der Sex ist auch super klasse. Also dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. Nur halt diese eine Sache. So, wenn das alles super gut ist und du ihn auch sehr lieb hast, wie alt ist er?
20. 20, so. Dann, weißt du, manchmal muss man auch irgendwelche Sachen, muss man zurückstecken. Man kann nicht immer alles optimal haben. Dann ist das vielleicht die Schattenseite eurer Beziehung und eurer Liebe, dass das mit dem Oralsex nicht so funktioniert. Wenn du den Typ aber wirklich lieb hast und ihr ansonsten auch guten Sex habt, finde ich, solltest du dich verdammt nochmal am Riemen reißen und die ganzen anderen Sachen sofort aufhören. Das musst du dann für ihn und für euch und eure Beziehung tun. Denn dir ist ja klar, wie ich es gerade schon sagte, wenn das rauskommt, hast du die Beziehung kaputt gemacht deshalb. Und ich glaube nicht, dass du das möchtest. Nee. Ja. Mhm. Also. Kann man dann nicht irgendwas gegen machen, dass es vielleicht nicht so schmeckt, wie es schmeckt? Nee, kann man nichts machen. Das ist, wie es ist. Wirklich nicht. Ich finde, du sollst eher mit deinem Freund reden, dass er auf deinen Vorschlag eingeht. Nämlich kurz vorher aufhören. Das ist für dich viel einsichtiger. Nein, da kann man nichts machen. Das ist so. So. Und ich würde mich freuen, wenn du das mit den anderen Jungs sein lassen würdest, Sabrina. Ich versuch's. Ja, musst du machen. Das ist eine Frage der Disziplin. Das ist manche Sachen sind schwer und gerade im Bereich Sexualität, da geht dann auch schon mal so die Gier und die Lust in einem durch. Aber da muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Außerdem willst du auch gut dastehen. Du stehst ja absolut bescheuert da, wenn das rauskommt. Ja, das stimmt. Du stehst sowas von blöd da und du kannst dich null verteidigen. Am besten steht man da, wenn man sich vernünftig und gerade verhält. Das ist eigentlich, so ist es eigentlich. So, meine Liebe. In diesem Sinne. Alles Gute. Danke. Tschüss. Kann ich vielleicht ein Autogramm haben? Natürlich. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Hier ist die Marina und Marina ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marina. Ja, ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ich höre es schon in der Stimme. Ja. Was ist es? Also im letzten Jahr ist mein Freund zu mir gezogen in die Wohnung. Mhm. Und das ist auch alles ganz schön und gut gewesen. Wir sind über 6 Jahre zusammen gewesen. Oh. Seit Montag ist Schluss. Seit dieser Woche? Ja, dieser Woche Montag um 7 Uhr auf der Arbeit. Morgens um 7? Ja. Warum? Und zwar war das so. Ich hab meinem Freund nicht so richtig vertraut und war so frei und habe mich auf seiner E-Mail-Adresse eingeloggt und habe gesehen, dass der eine E-Mail geschickt bekommen hat von der Seite sex-seitensprung.de. Oh, das kam mir irgendwie merkwürdig vor und ich dachte aber erst, das wäre so eine Art Spam. Spam-Mail, genau. Hab die einfach mal angeklickt und da stand dann aber drin, hallo Black, so nannte er sich, Sie haben eine neue Nachricht, schauen Sie doch mal in Ihre Mailbox. Und da war ich stutzig und dachte, klickst du mal rein. Und klick und ich wurde sofort mit der Seite verbunden. Und dann stand dann auch sein Benutzername und ich habe mich dann eingeloggt mit seinem Passwort. Woher wusstest du das? Das war sein Name. Sehr einfallsreich. Ja, und dann habe ich mich in diese Mailbox da eingeklickt und da habe ich dann halt gesehen, dass da Nachrichten waren von Frauen, mit denen er Kontakt aufgenommen hat und die auch Kontakt mit ihm aufgenommen haben. Da hat er dann gefragt, hier von wegen, wie sieht's aus, wollen wir uns näher kennenlernen? Oder er hat geschrieben, ich bin sehr abenteuerlustig, wie sieht's mit dir aus? Die hat dann auch geantwortet, dass sie ebenfalls sehr abenteuerlustig ist. Er wiederum hat draufgeschrieben, oh, da kann man ja bestimmt was machen. Das fand ich ja gar nicht so toll. Also habe ich ihn dann am Montag um 7 Uhr morgens von der Arbeit angerufen. Ja. Und habe ihm gesagt, wie scheiße ich das finde. Und ich habe ihn auch mit fiesen, gemeinen Wörtern beschimpft. Und habe gemeint, er soll raus aus der Wohnung. Ich will ihn nicht mehr sehen. Aus eurer gemeinsamen Wohnung? Genau. Im Haus meiner Eltern, muss ich dazu sagen. Ja. Das hat vielleicht auch noch so einen kleinen Hintergrund vielleicht. Ja. Ja, und dann habe ich aufgelegt. Und dann hat er mehrmals versucht, zurückzurufen, mit mir auch drüber zu sprechen. Ich habe nur geheult. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich bin dann nach Hause und jedenfalls hat er sich dann 3 Tage nicht gemeldet bei mir. Also er ist dann wirklich aus der Wohnung ruckzuck raus? Genau, er kam an dem Montag noch nach Hause, packte sofort seine Sachen und dann wollten wir eigentlich noch reden, aber irgendwie ist das nicht dazu gekommen. Aber ich konnte auch nicht. Ich
Ich wollte auch nicht. Hat er denn jetzt alles schon, ich meine, man hat doch so viele Sachen, die kann man doch nicht so im Koffer wegtragen. Ja, nee, der hat seine Kleidungsstücke erstmal, das Wichtigste hat er eingepackt in Taschen und alles andere ist noch da, weiß ich, genau. CDs oder Computer oder irgendwas. Genau. Wo ist er jetzt? Der ist bei seinem besten Freund. Und habt ihr denn seitdem nochmal einmal so richtig miteinander geredet? So richtig nicht. Ihr habt euch auch nicht gesehen dann mehr, oder? Also so richtig. Heute wieder. Also heute. Am Montag ist er dann gegangen und hat sich 3 Tage nicht gemeldet. Ich habe in den 3 Tagen auch nichts gegessen. Weil ich habe jeden Tag geheult, selbst auf der Arbeit habe ich geheult. Mein Chef hat mich am Donnerstag nach Hause geschickt mittags, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Und heute hatte ich frei und heute kam er auch mal kurz nach Hause, weil der Post da gelegen hat und hat mich auch gestern damit konfrontiert, dass er heute einen Besichtigungstermin für eine neue Wohnung hat. Und heute hat er mir dann gesagt, dass er die wohl auch bekommt. So, jetzt habt ihr euch heute gesehen. Ja. Bei dir in der Wohnung. Ja. Wie lange habt ihr miteinander gesprochen? Eigentlich fast gar nicht. Er kam hoch, hat seinen Brief aufgemacht. Das war eine Handyrechnung. Die hat er mitgenommen, hat gefragt, ist noch was? Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte, dass du bleibst. Ich liebe dich. Und ich weiß ja, dass das falsch war, dass ich ihn hinterher spioniert habe. Aber was er gemacht hat, finde ich auch ist nicht auch richtig. Ist auch falsch, ja, klar. Das ist jetzt klar. Und nee, er hat gesagt, nein, er will nicht bleiben. Es ist aus und dann ist er gegangen. Und hat noch gesagt, dass er da die neue Wohnung wahrscheinlich bekommt. Genau. Oh, das sieht aber böse aus. Ja, und das ich weiß böse. Nicht, was ich noch machen soll. Ich meine, du bist natürlich, das ist natürlich absolut unkorrekt, im fremden Postfach rumzuschnüffeln. Ja. Gibt's gar nicht zu diskutieren. Dennoch ist dabei ja etwas rausgekommen, was ebenfalls absolut unkorrekt ist. Ja, er meinte, er hätte es zum Spaß gemacht. Aber ich habe auch nochmal gesehen, also auf dieser Internetseite, wo er sich angemeldet hat, da hat er seine ganzen korrekten Daten auch angegeben. Ich meine, Größe, sein Aussehen, sein Alter und alles. Das heißt, und du kannst auch gar nicht rekonstruieren, wie lange das schon so geht. Nein. Das kann schon ein paar Jahre so gehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie war denn für dich so von deinem subjektiven Empfinden her gesehen, die Beziehung bis dahin, bis letzten Montag? Ich habe ihn geliebt und wir wollten Ende des Jahres heiraten. Gut, du hast ihn geliebt, aber wie war es denn? War es gut zwischen euch? War das ein schönes Einvernehmen? Habt ihr guten Sex gehabt? Wart ihr zärtlich miteinander? Habt ihr schöne Alltagserlebnisse geteilt? Ich habe ihn angerufen am Montag, als wir telefoniert hatten in dem Stress. Da habe ich gefragt, warum er sich da angemeldet hätte. Und er hatte gesagt, angeblich, weil wir zu wenig Sex hätten. Und hinterher hat er aber gemeint, das hätte er doch nur gesagt, weil er so sauer auf mich gewesen wäre. Hattet ihr wenig Sex? Ich weiß nicht, was heißt denn wenig? Tja, wie oft hattet ihr Sex? 2-3 Mal die Woche. Ja, ist eigentlich okay, wenn man 6 Jahre zusammen ist, ist das schon okay. Ich kam fast jeden Abend an. Mir tat das immer wieder leid, wenn ich keine Lust habe. Ach, er wollte ja schon immer mehr. Ja, und du hast ihn dann habe ich ihn zurückgestoßen. Das tat mir auch leid, aber was soll ich denn machen, wenn ich keine Lust habe? Und dann, wenn es dann passiert ist, jetzt ganz ehrlich unter uns beiden, hast du es oft auch nur ihm zuliebe getan? Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich es gemacht, weil ich das wollte. Das heißt, warst du auch schon bei der Sache dann schon richtig dabei. Ja, klar. Jetzt sag mir nochmal, warum, das habe ich gerade am Anfang nicht richtig verstanden, warum warst du misstrauisch überhaupt? Ja, weil an Weihnachten, da hat er seinen Computer, da habe ich ihn dabei erwischt, wie er über ICQ anderen Frauen geschrieben hat. Auch schon? Ja, und der hat das dann immer versucht zu vertuschen und so. Ich stand dann halt in der Tür und dann wurde das immer ganz schnell weggeklickt, da war nichts, da ist nichts. Und weil wir uns dann so gestritten hatten, dann hat er mir zuliebe dieses Programm gelöscht. Und ich war aber davor auch schon immer misstrauisch. Ach so, und das war so der Hauptzünder mit dem Misstrauen, diese Sache. Also Marita, das klingt alles nicht gut, finde ich. Das klingt nicht gut. Ich habe fast den Eindruck, dass das für den jetzt ein willkommener Anlass ist, zu gehen. Ja. Wenn der wirklich nicht unzufrieden wäre, wenn der wirklich nichts laufen würde, wenn der sich jetzt wirklich zu Unrecht da beschuldigt fühlt und dich aber dennoch sehr lieben würde, könnte ich mir vorstellen, dass er zwar sauer ist, natürlich, dass er vielleicht auch ein großes Theater macht, aber so rigoros sich zu verhalten, gar nicht zu sagen, es gibt nichts mehr zu reden, ich habe jetzt meine Wohnung und tschüss. Genau. Deute ich eher in der Richtung, dass die Liebe ausgebrannt ist bei ihm, zu dir.
Dass der unzufrieden ist, sexuell oder vielleicht auch in vielen anderen Bereichen. Ich meine, das ist ja auch eine sehr lange Zeit, wenn man von 16 bis 22 zusammen ist. Das ist irre lang. Das ist viel länger, als wenn man von 26 bis 32 zusammen ist. Mhm. Weil man da halt wahnsinnig viele Entwicklungsphasen durchmacht. Das ist eine halbe Ewigkeit. Wahrscheinlich wart ihr dann natürlich eure ersten Beziehungen. Ja. Ne? Und vorher vielleicht ein bisschen nur irgendwas gemacht. Mhm. Da kann es natürlich sein, dass da die Luft bei dem einen dann raus ist und er dann geht und bisher sich nicht getraut hat. Und das war so festgefügt alles. Und jetzt stehst du natürlich da und bist fertig mit den Nerven und weißt nicht, was du tun sollst. Ne? Genau. Das Schlimme ist bei solchen Geschichten immer, wenn derjenige, der dann geht, nicht den Mund richtig aufmacht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon hilfreich für dich wäre, wenn er dir das so sagen würde. Ja. Das wäre schön. Und nicht immer nur über SMS. Mhm, Dann weiß man zumindest genau, woran man ist. Das macht es nicht besser. Mhm. Und das macht den Schmerz natürlich noch tiefer. Aber es ist einem dann irgendwie alles klar. Aha, so und so und so ist es. Und aber er sagt ja fast gar nichts. Genau. Jetzt kannst du natürlich nochmal um Gespräch bitten. Ich weiß nicht, wie der drauf ist. Ja, also er will, glaube ich, nicht mehr mit mir sprechen. Er will gar nicht mit dir sprechen. Mhm. Ich habe ihn gerade noch mal angetextet und gefragt. Ich weiß nicht, ich habe heute so viel. Ich glaube, ich habe in 4 Tagen 200 SMS. Ja, das ist auch schlimm. Nee, komm, lass sein. Lass sein. Du machst dich zu klein. Ja. Du machst dich zu klein. Der verachtet dich im Moment. Du gehst dem tierisch auf den Wecker. Mhm. Du bist wie eine Klette im Moment. Ich sag dir das nicht, um dich zu beleidigen, sondern ich sag dir das so ganz klar, damit du dir bewusst wirst, was du da gerade machst. Mhm. Ich sag dir das, um dich zu schützen. Mach nichts mehr. Mhm. Aber versuche auch zumindest was zu essen und nicht, dass du nur krank wirst oder sowas. Ja. Oder auf irgendwelche anderen blöden Gedanken kommst. Mhm. Versuch jetzt erstmal tapfer, dich zurückzunehmen. Lass mal die Sache sich ein bisschen entwickeln. Dann soll er seine Klamotten da rausholen. Das wird auch nochmal sehr schmerzlich sein. Ja. So. Und wenn, sagen wir mal, 4 Wochen vergangen sind, vielleicht 6 Wochen vergangen sind, dann würde ich an deiner Stelle noch einmal den anmailen oder anrufen und ganz sachlich darum bitten, ich würde mich gerne mit dir nochmal unterhalten. Ja. So, und wenn er dann wieder dicht macht, dann musst du wirklich auch auf absolute Distanz zu dem gehen. Mhm. Mach jetzt bloß gar nichts mehr. Das bringt nichts. Ich weiß, es ist hart und da kann auch keiner einem bei helfen. Da muss man alleine durch. Ja. Aber du musst jetzt auf jeden Fall, du darfst dich jetzt auch nicht zu sehr in das Unglück reinfallen lassen. Und ich hoffe nicht, dass du irgendwelche Gedanken hast von Selbstmord oder sowas. Nein. Nee, so schlimm ist es nicht. Mhm. So. Und weiter so, versuch dich einfach abzulenken. Triff dich mit Freunden, geh arbeiten, geh schön essen mit irgendjemandem. Nie allein zu Hause sitzen und Trübsal blasen. Das ist ganz schlimm. Man muss immer in Action sein. Das ist das beste Heilmittel gegen Liebeskummer. Mhm. Ja? Liebe Marina, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Klaus ist hier. Klaus ist 58. Guten Morgen. Moin, Domian. Jo, guten Morgen. Morgen. Dein Thema, weswegen rufst du an? Ja, ich wollte mal berichten, ich habe vor 6 Jahren habe ich eine Krebsdiagnose gekriegt. Mhm. Was für ein Krebs? Es nennt sich Non-Hodgkin. Oh, das ist Lymphknotenkrebs. Ja, ne? So in die Richtung geht das. Mhm. Ne? Also das ist unheilbar. Mhm. Und mittlere Lebenserwartung etwa 8 Jahre. Mhm. So, und darf ich mal eben kurz fragen? Ich dachte immer, wenn man das frühzeitig erkennt, dass gerade dieser Krebs gut heilbar ist. Nee, das ist der Hodgkin. Ach so. Ja, so genau bin ich jetzt nicht informiert. Ja. Ja. Mhm. Also Non-Hodgkin ist also kein Lymphdrüsenkrebs, sondern das ist ein Krebs der Apoptose, nennt sich das. Das ist also die natürliche Zelltod ist gestört. Mhm. Und das sammelt sich dann in den Lymphdrüsen an. Ah ja. Mhm. Naja, und dann hat es mich ziemlich zerlegt bei der Diagnose. War das von heute auf morgen eine Diagnose? Ja, es war per Zufall entdeckt und ich fühlte mich also sehr wohl. Mhm. Und und dann kam es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja. Und dann bin ich an 7 Unikliniken gewesen und habe mich beraten lassen. Ja. Hämatologen und Radiologen im Wesentlichen. An 7 Kliniken? Ja.
also Mayo und alles Mögliche und München und so. Und ja, und dann haben die Radiologen gesagt, also ich soll sofort drauf mit 30 Cray, also werde ich nie vergessen, von der Locke bis zur Socke. Also Bestrahlung. Ja, und die Hämatologen haben gesagt, also Knochenmarktransplantation wäre angesagt. Und ja, und dann habe ich mich entschlossen, nichts zu tun. Nichts zu machen? Nein. Gar nichts? Gar nichts. Ach, das war vor 6 Jahren und wir beide reden noch miteinander. Ja, es geht mir hervorragend. Das ist ja unglaublich. Du hast gar nichts gemacht? Nein. Auch nicht die Ernährung umgestellt? Nein, oder gar nichts. Gar nichts. Du hast einfach gesagt, okay, das ist mein Schicksal, ich lebe jetzt mal einfach so weiter. Ich habe einen 14-16-Stunden-Tag, habe ich weiter durchgezogen. Und ja, habe dann einen sehr guten Onkologen gefunden, der mich begleitet hat. Lass mich nochmal fragen, stimmte denn die Diagnose wirklich? Ja, ja, die ist inzwischen nochmal durch 2 Untersuchungen erhärtet worden. Ja. Wurde dann auch nochmal pathologisch nochmal nachgekartet. Mhm. Du sagst, du hast einen Onkologen gefunden. Das war dann wahrscheinlich für einen Arzt, ist das doch auch wahrscheinlich, der muss sich doch dagegen wehren, wenn ein Patient sagt, ich mache gar nichts. Wie ist der damit umgegangen, mit deiner Entscheidung? Ja, das hat er sich am Anfang ein bisschen schwer getan. Mhm. Aber dann, nachdem er also den Verlauf gesehen hat, das Jahr dann danach und so, dann hat er gesagt, okay, wir können es uns trauen und wir gehen diesen Weg. Ist denn die Krankheit jetzt im Laufe der vielen Jahre, ist die fortgeschritten oder stagniert die? Ja, es war so, dass ich also vor 2 Jahren hatte ich also 4 Tumore im Bauch, etwa 4 Zentimeter, und haben aber nicht gestört, weil sie da Platz hatten. Und ich bin also jedes halbe Jahr bin ich zur Untersuchung. Und ja, und sie sind dann vor 1,5 Jahren waren sie weg. Da war noch, auf der Milz war noch was, das ist vor einem Jahr weg. Das ist Spontanremission. Ja, das ist ja Wahnsinn. Liest man nur in Zeitungen. Ja, das ist ja, also ist sicher auch nicht zur Nachahmung empfohlen. Nein, das will ich auf gar keinen Fall. Das ist ein extrem seltener Fall. Ja. Dennoch möchte ich dich nochmal fragen, ich meine, da gehört ja nur auch was zu, die Entscheidung zu treffen, ich mache gar nichts. Ja. Man neigt doch dann auch gerade im Schockzustand dann den Ärzten sofort zu glauben und zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt und machen das und das. Warum hast du dich so entschieden? Ich habe auf meinen Körper gehört und ich habe gesagt, wenn sie es eh nicht heilen können, warum soll ich dann drauf, wenn es mir gut geht? Mhm. So, das heißt, das kann ich immer noch, wenn es mir mal schlecht geht. Mhm. Also mein Blutbild ist wunderbar, also die Leukos, alles super. Ja, und das geht mir hervorragend körperlich. Aber die Krankheit ist immer noch in dir? Die Krankheit ist da, das Chromosom ist ja gebrochen, das ist ja nicht heilbar. Mhm. Und ja, aber das ist natürlich psychologisch oder psychisch ist das nicht ganz einfach zu verdauen. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass du musst ja schon ein sehr, sehr starker Mann sein. Und, danke. Ja, musst du. Und auch eine sehr klare Lebenshaltung haben, wenn man sowas durchzieht. Und auch ein gutes Umfeld, ist es so? Ja, natürlich, das passt schon sehr gut zusammen. Und darf ich dich fragen, was du vom Beruf machst? Ja, ich bin, ja, sagt man, Manager. Manager. Ja, und ich habe dann, so habe ich das gelernt, ich bin das analytisch angegangen und habe das Problem analysiert und Lösungswege gefunden. So ist eben mein Weg dann an der Stelle. Aber es wirft mich dann schon ab und zu mal wieder in die Kissen. Ne? Aber eigentlich musst du doch jetzt aufgrund der 6 Jahre, das ist ja eine Erfolgsgeschichte, die musst dich doch so psychisch sehr stabilisieren. Ne? Ja, ja, ich bin richtig stolz. Ja, das glaube ich, glaube ich wirklich. Du bist wahrscheinlich für die Mediziner auch ein absolutes Phänomen, ne? Ja, wobei, also muss man jetzt sagen, bei dieser Krankheit passiert es ab und zu mal. Das ist aber wesentlich mehr Frauen, also Männer haben da schwer Probleme an der Ecke. Und eins ist klar, also wenn ich nicht vorher durch irgendeine andere Krankheit Probleme kriege, werde ich an der Sache sterben, das ist klar. Und das geht also aus wie AIDS, da bricht das Immunsystem dann total zusammen. Könntest du dir vorstellen, dass eine Situation eintritt, wo du sagst, okay, ich lasse mich doch bestrahlen oder lass etwas anderes machen? Also es gibt einen anderen Weg jetzt, das ist von Hofmann-La-Roche, gibt es also einen Antikörper, das ist ein Mäusegen, das man da reinkriegt und die Knochenmarktransplantation kommt nicht mehr in Frage, weil ich zu alt bin. Aber ich werde mich nicht bestrahlen lassen, weil ich habe ein bisschen Verbindung zu einem Strahlenzentrum und ich weiß, was 30 Cray bedeuten. 30 Cray heißt 50% Wahrscheinlichkeit Sekundärtumor. Also, was heißt das genau? Ein
Tumor durchgestrahlt. Ach, Tumor, dass also neue Tumore entstehen. Ja. Das heißt also, die Lebensqualität ist dadurch kaputt. Richtig, ja. Ich werde dann diesen Antikörper nehmen und dadurch kann man das wieder zurückdrängen. Mhm. Also das ist mein Entschluss. Allerdings werde ich in der Schweiz machen müssen, was hier nicht anerkannt ist. Also sehr erstaunlich, was du erzählt hast, Klaus. Wirklich sehr erstaunlich. Aber wir sagen es nochmal, dass man sich das nicht unbedingt als Beispiel nehmen sollte. Nein, um Gottes Willen. Also viele Krebsarten muss man. Aber meine Erfahrung ist, trotz alledem, man muss also der Herr des Verfahrens bleiben, wenn es irgendwie geht. Weil letztlich muss man die Dinge selber tragen und muss auch selber entscheiden. Man kann natürlich die Ratschläge, das ist vollkommen klar. Ist sehr richtig, was du sagst. Absolut richtig. Man muss Herr in der eigenen Krankheit sein. Ne? Solange man es kann. Solange man es kann, ja. Ich wünsche dir viele, viele Jahre. Ja, ich danke dir. Jahre. Alles Gute von Herzen. Ja, und danke. Respekt. Wünsche ich dir auch. Danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Roland Lohr, Malte Emels, Christoph Hoffmann, Tim Stienauer, Max Fischer und Elke Büchter. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir nicht im WDR-Fernsehen, aber zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen bei 1 Festival. Ja, und nächste Woche läuft wieder ganz normal. Wir haben ein festes Thema, dann aber erst doch wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und da heißt das Thema, das ist ein bisschen experimentell, das Thema heißt Rot. Ich möchte mit euch über alles reden, was euch so zum Thema Rot einfällt. Da könnt ihr auch schon mailen, wenn ihr gerne mitmachen wollt, unter domian@wdr.de. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, sofern ihr Karnevalisten seid. Feiert schön, haltet gut durch und ich freue mich dann auf nächste Woche.